Welcome back beim Bausimulator 2015 hier auf LoriOP. Wir befinden uns beim Baumaschinenhändler in der Stadt und wir kaufen jetzt ein Fahrzeug. Und wir könnten einen Betonmischer, einen Muldenkipper, Tieflader, Zugmaschine, einen kleinen Muldenkipper, kleinen Bagger, Walzenzug, Absetzkipper, Pritschenwagen mit Kran könnten wir uns kaufen. Die Frage ist jetzt nur, was wir brauchen. So ein Pritschenwagen mit Kran wäre ja schon mal ganz gut. Kostet auch nur 85.000, wir haben ja genug Geld. Anhänger, ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt den Pritschenwagen mit Kran. Den hatten sie eben auch schon angeworben in der letzten Folge. Ja. So, die erste Maschine kauft ein erstes Fahrzeug 20.000. Okay, also. Da ist er ja. Cool, also mit integriertem Kran jetzt. Das ist natürlich cool. Dann können wir auf jeden Fall, haben wir mehr Platz und wir können Sachen schneller verladen. Dann würde ich sagen, tun wir jetzt den hier den kleinen Pritschenwagen, den liefern wir jetzt zum Firmengelände im Dorf. Und dann nehmen wir den Pritschenwagen mit Kran, den setzen wir also auch dahin zurück, weil dann müssen wir jetzt nicht nochmal alles zurückfahren. So, also hier stehen jetzt der kleine Pritschenwagen und der Pritschenwagen mit Kran. Und da hinten der Bagger, der Containerwagen und der Anhänger. Und es ist eine neue Ausschreibung verfügbar. Und dann nehmen wir jetzt mal einen neuen Auftrag an. Ausschreibungen sind hier neue drin. Das Hotel ist ein Sonderauftrag. Lehrgang brauchen wir nicht. Sonderauftrag machen wir jetzt aber noch nicht. Wir machen jetzt nochmal einen richtigen Auftrag, also einen großen. Ach, dafür bräuchte man einen großen Bagger. Aber der sieht doch hier ganz gut aus für 36.000. Vier kleine Ziegelsteine, vier kleine Dachfahnen, zweimal Isolier und das war's dann schon. Für 36, das ist gut, den nehmen wir jetzt mal an. Ist auch nicht so ein ganz großer Auftrag, um nochmal jetzt erstmal ein bisschen Geld zu machen. Also vier kleine Ziegelsteine. Benutzen wir jetzt als erstes diesen neuen Pritschenwagen hier mit Kran. Mal gucken, wie sich das verhält. Und ja, wir holen direkt vier kleine Ziegelsteine. So. Also, vier Stück. Was brauchen wir jetzt noch? Müssen wir jetzt nicht alles einzeln hier transportieren? Aktive Aufgaben. Vier Dachpfannen. Graue. Kleine Dachpfannen grau. Vier Stück. Und zweimal Isoliermaterial. Das müsste so stimmen, oder? Ja, mal gucken, ob wir das alles aufgeladen kriegen auf einmal. Das wäre natürlich am besten. Also, jetzt wird es interessant, wie wir uns hier anstellen mit diesem neuen Gerät. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir hier nah ranfahren. Und ich glaube, dass der, glaube ich, nur zum Abladen gut ist. Ich glaube, zum Aufladen. Da aus dem Regal, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das machen wir jetzt erstmal mit dem Gabelstapler, aber das geht ja. Wir haben ja genug Platz hier drauf. Das sollten wir hinkriegen. Im Gabelstapler war ja auch nicht so das Problem. Es war ja eher immer so das Problem. Das dann mit dem Bagger wieder abzuhieven da von an der Baustelle.
So. So, also das lustige Aufladen hier. Gucken, ob wir die vier da in eine Reihe kriegen. Das wäre natürlich am besten. Aber wir werden nicht alle darauf kriegen mit einer Ladung. Das wäre dann auch ein bisschen zu heftig. Ein bisschen Glück vielleicht, aber ich glaube es nicht. Dafür ist es ein bisschen zu. Ja, ein bisschen schieben gleich und dann passt das. So, wir werden jetzt mal sehen. Aber wäre natürlich der Hit, wenn wir das jetzt alles mit einer Ladung hinkriegen. Aber wäre ja auch zu schön jetzt. Ich finde halt beim Bausimulator ein bisschen schade, dass es einfach nur so ein Hin- und Hergefahren und Auf- und Abladen ist. Da ist ja kein richtiges Bauen hinter. Das ist eigentlich nur ein Transportsimulator. Ist ja so. Also man fährt ja. Man fährt ja nun mal stundenlang durch die Gegend und lädt Sachen auf und wieder ab. Man baut ja nichts richtig, zumindest jetzt bis jetzt. Das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Also man hätte schon ein bisschen mehr erwarten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was willst du machen? Bringt ja nichts. So, also jetzt noch hier die Dachpfannen. Gucken, ob das noch passt. Also bezweifle ich. Mit viel Glück vielleicht. Aber ich tippe jetzt mal nicht. Eieieiei. Komm.
Oh, ey. Verarschen, Junge. Oh Mann, ey, sowas ist scheiße, wirklich. Es ist doch wirklich scheiße. Ich habe jetzt keinen Bock, den scheiß Kran jetzt auszupacken. Komm, noch mal. Alter. Also das ist halt so wirklich schon so ein Störfaktor, wo ich sage, ey, das kotzt einen einfach an. Das nervt auch einfach nur, weil wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Anständig das Scheißding da runter zu kriegen. Ah, nee, ey. So, jetzt ist es unten, immerhin. So, und jetzt nochmal aufstellen. So, jetzt ist gut. Mann, jetzt fall nicht darunter. Alter, manchmal kotzt mich diese. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich das noch lange mache, weil das ist einfach nervig. Es ist einfach irgendwie. Es ist auch öde. Also ich glaube nicht, dass es für euch Zuschauer jetzt irgendwie spannend ist, wie ich jetzt hier versuche, diese ich sag jetzt verfickten Paletten hier irgendwie aufzuladen. Also es ist. Das kann ja hier dem Gabelstapler-Simulator aus dem Jahre 2009 Konkurrenz machen. Das ist einfach wirklich nur noch zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht auch keinen Spaß, also ich... Ja. Also... Ich werde mal sehen. Ein paar Folgen wird es noch geben, aber ich verspreche da jetzt nicht zu viel, weil es ist einfach auf Dauer wirklich einfach nur noch öde. Und es bringt ja nichts, wenn man dann sowas spielt und eigentlich gar nicht Spaß macht und so, und jetzt den noch aufladen. So, jetzt da in die Lücke rein. Ja, es passt aber nicht mehr. Scheiße. Also das ist schon jetzt ein bisschen beschissen.
Ah, es ist wieder irgendwas außerhalb. Oh Mann, ey, wirklich, da verbringt man hier 20 Minuten mit dem Aufladen von diesen Scheißteilen hier. Also ihr merkt, der Begeisterung an diesem Spiel ist langsam verflogen. Und, ja. Ich sag mal so, ich hätte ja noch einige andere schöne Spiele, die ich zeigen möchte. Allein schon Formel 1, da seid ihr ja begeistert von. Habe ich so mitbekommen und ich glaube, das ist auch wesentlich interessanter wie hier der Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das nervt einfach nur. Ich glaube, zum Zugucken nervt's und zum Spielen nervt's auch, weil es einfach nur ein Hin- und Herfahren ist und mit dem Aufladen und Abladen und das macht irgendwie keinen Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es nochmal zocken. Ich werde jetzt sehen, ich muss mir das mal überlegen. Auf jeden Fall ist jetzt die Folge erstmal zu Ende. Mal sehen, wann es hier mit dem Bausimulator weitergeht, ob es weitergeht. Ich weiß nicht, ihr werdet sehen. Und ansonsten habe ich noch einige andere schöne Spiele, die es natürlich gibt bei LoLDLP. Und natürlich auch Formel 1, kennt ihr ja. Und ansonsten PlayTV, mein Bundesliga-Orakel, zu jedem Bundesliga-Spieltag ein Spiel. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und wie ihr dieses Let's Play findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das interessant findet, weil es ist ja ein bisschen gammelig. Aber was willst du machen? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, egal wo. Ciao.